morgens um 2 irgendwo zwischen den Färöer-Inseln. Christliche Zeit. 20 nach 1 aufstehen. Und jetzt dürfen wir noch eine Stunde fahren, bis wir dann in Tórshavn sind. Und dann suchen wir uns ein Plätzchen und dann weiter schlafen. Er stellt jetzt auf die Sterne nicht scharf, aber man sieht Sterne. Scheint gutes Wetter zu sein. Es ist auch relativ mild. Aber das ändert sich bekanntlich hier auf den Fähren relativ schnell. Ich würde vorschlagen, das erste, was wir auf den Fähren machen, ist schlafen. Schönen guten Morgen aus Tórshavn. Der Morgen ist schon fast übertrieben. Wir haben nämlich schon 20 nach 11. Und haben ja bis 10:45 geschlafen heute hier auf dem Campingplatz in Tórshavn. Ja, wir wollten eigentlich irgendwo auf dem Parkplatz übernachten, aber es ist strikt verboten. Und die Hinweise, die kriegt man unmissverständlich mitgeteilt. Und zwar in diesen beiden Infoblättern. Nein, das ist hier eine Karte. Und das ist so ein Campingführer, der war heute Morgen an der Windschutzscheibe unterm Scheibenwischer drunter geklemmt. Da sind die ganzen Campingplätze der Färöer drauf. Und hier diese Karte Färöer Islands. Die ist eigentlich noch ganz gut. Die gibt's auf der Norröna. Kann man sich dort aus dem Gestell rausnehmen. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen die Färöer Inseln. Das sieht ins ungefähr so aus. Hier, Tórshavn, da sind wir jetzt. Und wo wir dann heute landen, wissen wir noch nicht. Draußen Nieselregen, 12 Grad, teilweise ziemliche Windböen. Aber ja, die Färöer sind, glaube ich, bekannt, dass das Wetter sehr oft wechselt. Was ja dann eigentlich nicht so schlecht ist, wenn es gerade schlecht ist. Dann wird es nämlich besser. Ja, nee, ich denke, wir werden heute mal ein bisschen in die Stadt gehen hier. Es ist ja die einzige Stadt auf den Inseln. Und heute Abend vielleicht da oben, na, ich muss da die Karte festhalten, da oben ist ein Ort namens Gjögf. Ja, wie man das ausspricht, ich habe keine Ahnung. Und dort gibt es einen Campingplatz, der Ort sieht ganz hübsch aus und da gehen wir dann vielleicht heute Abend übernachten. Ja, es gibt hier zwei Hauptinseln, Streymoy und Eysturoy, genau, so heißt das. Diese in der Mitte, die sind mit einer Brücke verbunden. Und diese anderen größeren Inseln, Vágar, Borðoy, die sind dann mit Unterseetunneln verbunden und hier unten die Insel Sandoy und ganz unten Suðuroy. Da muss man dann die Fähre nehmen. Das liegt dann in diesen zwei Tagen, wo wir jetzt hier sind, gar nicht drin. Aber für einen ersten Eindruck ist das auf jeden Fall jetzt mal gut. Wir haben jetzt Freitagmittag bald und müssen dann am Sonntagabend wieder hier in Tórshavn sein. Also haben wir zwei Nächte und ja, 2,5 Tage, kann man sagen. Da kann man schon ein bisschen was sich anschauen, denke ich. Was hier anscheinend nicht funktioniert, ist das GlocalMe. Ja, das GlocalMe sagt, ich müsse irgendwie Guthaben buchen, aber man kann für die Färöer-Inseln gar nicht Guthaben buchen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass hier ist Dänemark, was ja eigentlich auch stimmt. Es ist halt dänisches Autonomiegebiet und der Mobilfunkanbieter hier hat anscheinend mit GlocalMe keinen Vertrag oder sie mit ihm nicht. Und somit ist das Gerät hier auf den Färöerinseln erstmals nutzlos. Jedenfalls sieht es im Moment danach aus, weil wenn wir hier in Tórshavn keinen Empfang haben, dann wird es auch auf dem Rest der Inseln
nicht besser sein, denke ich. Von dem Campingplatz hier in Torschauen sieht man jetzt nicht allzu viel. Der liegt hier zwischen Hauptstraße und Küste. Und die Hauptstraße, die ist von dem Camping durch so einen kleinen Wall getrennt, was die Fahrgeräusche der Autos doch ziemlich wegnimmt. Also das stört nicht sehr. Ansonsten ist es einfach so ein Schotterplatz hier. Es hat Stromsäulen, es hat, glaube ich, Wasserversorgung. Und für die Spätankömmlinge mit der Fähre gibt es da so einen Spezialtarif, 100 dänische Kronen kostet das, ohne Strom für 2 Personen. Und das ist eigentlich ganz okay. Man muss dann einfach um 12 wieder weg sein. Und der Campingplatz hätte, glaube ich, auch Wi-Fi. Ich hatte da vorhin mal kurz Empfang. Aber es reicht nicht bis hier hinter, jedenfalls nicht ins Auto rein. Angekommen im Hafen von Torschauen. Ja, jetzt ist da vorne ein Schiff namens Smyril. Nicht zu verwechseln mit der Smyril Line. Also es gibt noch eine andere Fähre. Ich weiß nicht, ist jetzt das die Fähre zu den anderen Inseln? Müsste man mal recherchieren. Und jetzt sind wir hier im Hafen. Und da drüben ist eigentlich die Altstadt. Diese bekannten torfbedeckten Häuser. Ich filme da so ums Eck, weil wenn ich das Telefon jetzt hier um den Oski rumhalte, dann ist es innerhalb von 2 Sekunden nass und ihr seht nichts mehr. Hier geht's gerade noch. Ja, das hier ist sozusagen das Stadtzentrum hier. Kommt es ein bisschen heller, vielleicht verkrümmelt sich ja noch der Nieselregen und der starke Wind. Das hier ist jetzt Rhein. Das ist der älteste Stadtteil hier direkt am Hafen. Ist ja witzig. Ja, dieser Nieselregen ist extrem fies für Kameraleute und Brillenträger. Wirklich ein ganz schönes Viertel hier. Ja, so stellt man sich das auch vor hier. Die Torschauen, die Fähre. Das hier nennt sich jetzt Tinganes. Ja, Tinganes ist die Region. Hier ist das Regierungsviertel der Färöer. Häuser aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert. Das hier ist das Finanzministerium. Und hier wohnt sozusagen der Chef, Prime Minister's Office. Er hat hier seine Räumlichkeiten. Das Regierungsviertel der Färöer. Das ist echt cool. Und jetzt kommen wir dann in die Einkaufsmeile hier in die Handelsgüter. Ja, alles dreht sich ums Essen, aber sind das nicht schöne Sandwiches hier? Wow. Ja, jetzt sind wir mal die Einkaufsmeile durchstreift und sind wieder im Hafenviertel. Und hier ist auch das Ausgehviertel.
Was auffällt, vieles ist wegen Corona geschlossen. Viele Restaurants, Bars. Aber nicht alle. Wir laufen jetzt mal zum Oski zurück. Und dann gibt es mal was zu essen. Und dann gehen wir nachher noch mal einkaufen. Es gibt hier irgendwie so ein größeres Einkaufszentrum auch. Weil hier in der Innenstadt gibt es jetzt nicht viele Läden für den täglichen Bedarf. Das nennt man Aussichtspunkt ohne Aussicht. Keine Chance. Nur Suppe. Ist ja übel. Die Hungergefühle sind jetzt beseitigt und die Aussicht ist auch nicht besser. Darum fahren wir jetzt wieder runter. So schnell geht das hier. Immer noch auf ungefähr 700 Metern. Sind wir schon wieder unten am Meer. Und hier sieht man doch etwas mehr. Und wir werden dann jetzt hier ein bisschen weiterfahren auf dieser Straße und dann geht es über eine Brücke rüber zur nächsten Insel Eysturoy. Und dann hoffen wir, dass dort das Wetter sich vielleicht ein bisschen anders präsentiert. Wir sind jetzt mal in Fuglafjørður eingetroffen und hier gibt es Hinweise auf zwei Campingplätze. Einer ist im Hafen, auf dem stehen wir jetzt. Man sieht nur nirgends irgendwelche Schilder oder Hinweise, wo man bezahlt, ob man bezahlt. Der einzige Hinweis auf dem Campingplatz sind Stromsäulen, aber es ist auch kein anderer Camper hier, darum bin ich nicht sicher, ob das so richtig ist. Und jetzt versuchen wir mal an der Touristeninformation mehr rauszukriegen. Und der zweite ist irgendwie vor dem Ort, aber auch da haben wir keinen Wegweiser oder irgendwas hingesehen. Ja, mal schauen, wo es uns dann wirklich hin verschlägt. Ja, so würde das dann aussehen. Der Ort ist eigentlich ganz hübsch. So, jetzt haben wir noch mal einen Hinweis gefunden. Inside the Culture House. Okay. Das ist das Haus, wo wir vorstehen. Ja gut, dann gehen wir mal zur Touristeninformation und zahlen. Also die Touristinfo, dort wo man also zahlen müsste, die haben jetzt schon zu. Viertel vor fünf ist schon zu. Freitags waren die früher zu. Ja, jetzt fahren wir mal dort hoch ein Stück und dort soll auch noch ein Campingplatz sein, was ich gelesen habe. Und wir schauen halt den nochmal an und ansonsten kommen wir halt hierher zurück. Ihr seht, der Ausblick hat sich geändert. Unsere Pläne haben sich eben auch geändert. Ja, das in Fuglafjørður, das war jetzt einfach irgendwie ein bisschen komisch dort. Wir sind ja dort zur Touristeninformation und es war jemand drin. Und aber wir waren außerhalb der Öffnungszeiten.
dort und dann hat gerade jemand die Tür zugemacht, als er uns gesehen hat, kommen sehen hat. Ja, ist irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Und kein Mensch dort irgendwie und keine Informationen so richtig. Und ja, es hätte 150 gekostet pro Nacht, wäre ein bisschen günstiger gewesen als jetzt hier. Aber dafür auch weniger Service. Und zwar deutlich weniger. So sind wir jetzt noch 30 Kilometer gefahren nach, wie heißt jetzt der Ort? Gjögf. Wahrscheinlich spricht man es komplett anders aus. Aber der Ort ist sehr beliebt, wie es scheint, weil der Campingplatz ist schon recht gut besucht. Der hat 12 Plätze, alle mit mehr oder weniger Meersicht. Und zwar auf die Bucht. Bucht ist das falsche Wort. Eher müsste man es als Kanal bezeichnen. Da drüben ist schon wieder die nächste Insel. Und hier durch fährt dann eben auch immer die Norröna von und nach Island. Also den Ort haben wir schon vom Schiff aus mal gesehen. Und was es hier noch gibt, ein Vogelfelsen dort hinten. Da. Und der Ort selber sieht auch ganz nett aus. Drum ist es wahrscheinlich eben auch zu Recht sehr beliebt hier. Und irgendwie, man könnte vielleicht durchaus sogar 2 Nächte hier bleiben. Mal sehen. Kommt ein bisschen aufs Wetter an. Den ganzen Tag Regen ist doof, aber jetzt ist hier das Wetter deutlich besser als noch vor ein paar Minuten. Kein Regen. Doch ziemlich viele Lichtblicke und ja, ziemlicher Wind auch, aber das gehört hier einfach dazu. Ich glaube, ohne Wind auf den Färöern, das geht gar nicht. In Tórshavn haben wir vorhin noch getankt und der Literpreis war irgendwie 66 Kronen ungefähr und somit kostet ein Liter Diesel unter einem Franken. Und deutlich unter einem Euro auch. Ich weiß nicht, ob der gesponsert ist hier vom dänischen Staat. Keine Ahnung. In Dänemark selber ist er doch ein bisschen teurer. Ja, also wenn man von Island kommt, es lohnt sich nicht, in Island nochmal voll zu machen. Und wenn man von Dänemark kommt, es lohnt sich auch nicht, in Dänemark nochmal voll zu machen, sondern hier tanken. Tankstellen gibt es genügend. Gjögf. Ich glaube, ich muss im Hotel mal fragen, wie man das genau ausspricht. Schönen guten Morgen aus Gjögf. Ja. Der Platz ist wirklich gut hier. Wir haben eine wundervoll ruhige Nacht verbracht. Gelegentlich mal hat es ein bisschen gerüttelt am Auto beim Einschlafen, weil hier doch ziemlich der Wind weht. Und ich habe so den Eindruck, dieser Wind, das ist so eine Art Fallwind, also ein Föhn, weil es ist auch ziemlich warm hier und ziemlich freundlich. Und man sieht so oben am Berg, da hat es ziemlich Wolken und die lösen sich dann hier über dem Ort irgendwie auf. Ja. Und es hat ja jetzt noch diesen Vogelfelsen, den seht ihr so da im Hintergrund so ein bisschen. Und da wollen wir heute hochlaufen und wir wollen uns auch keinen Stress oder Hektik machen. Somit bleiben wir noch einen weiteren Tag hier, weil es einfach gut ist hier. Es hat auch eine Waschmaschine und 2 anständige Toiletten und Duschen und Abwaschküche. Also es hat eigentlich alles, was man braucht. Und Strom und Wasser an jedem Platz.
Und es sind dann 25 Stellplätze hier. Ja, passt also ganz schön was drauf. Und ja, weil das alles so passend ist und der Ort ist hübsch und die Location hier ist gut, bleiben wir noch eine Nacht und laufen jetzt heute mal auf den Berg hoch. Und schon sind wir unterwegs und müssen jetzt dort rüber zu diesem grasgedeckten Gebäude. Das ist das Guesthaus. Und das Guesthaus macht hier die Betreuung von dem Campingplatz. Und dort werden wir jetzt einfach noch eine Nacht verlängern. Was ihr dort vorne in Wolken seht, das ist übrigens der höchste Berg auf den Färöer. 880 Meter. Sletarathindur heißt er. Man könnte auch hochlaufen. Machen wir aber nicht, weil man sieht nichts. Im Gegensatz zu der Klippe. Und auch hier wieder eine Kopie vom Matterhorn. Naja, Kopie nicht ganz. Aber schöner Berg. Sehr wohlgeformt. Also der Ort nennt sich Jif. Lustige Aussprache. Jif. Naja. Und der Name kommt von der Schlucht mit dem Hafen drin. Also für 22 Spieler ist es ein bisschen eng hier. Aber cool. Kaffee heraus. Da trinken wir dann nachher noch einen Kaffee. Jetzt geht's erstmal den Berg hoch hier. Please pay 50 Kronen. Ja, das machen wir auch, weil den Weg hier anlegen, das war nicht umsonst. Und dann zahlen wir auch ein bisschen was dafür. Gibt es jetzt am Schluss vom Wanderweg noch einen Wasserfall. Wow. Direkt aus dem Fels ins Meer. Meter sind wir jetzt über dem Meer in etwa. Ja, 220 war es, glaube ich, vorhin. Das ist schon mal ein Bild. Hm? Nicht groß, aber sehr speziell. Gut, kannst wieder kommen. Und schon sind wir wieder unten. Ja, runter ist doch etwas leichter als hoch. Aber es geht schon ganz schön in die Knie, diesen steilen Hang runter. Und jetzt blicken wir wieder auf die namensgebende Schlucht mit dem Naturhafen drin. Jif, Jif. Das ist jetzt auch mal was ganz Neues. Ich
glaube, zum ersten Mal in den letzten 8-9 Monaten ist dieser Tisch mal wieder draußen eingehängt. Aber hier kann man das wirklich gut machen. Jetzt gibt es mal Brunch. So kann es einem gut gehen. Yes. Wenn ich jetzt da geradeaus weiterfahre, und zwar genau geradeaus, komme ich nach Spitzbergen. Brunch mit Spitz. Mit Spitz, mit Blick. Brunch mit Blick auf Spitzbergen. So sieht es jetzt im namensgebenden Hafen aus. Da drüben seht ihr die Seilwinde für die Fischerboote. Das ist in diesem weißen Häuschen. Damit werden dann die Fischerboote hier hochgezogen. Und da oben die Seilwinde für diese, für diesen kleinen Wagen, damit wird dann wahrscheinlich hier die Ware hochgezogen. Diese Bank hier, auf der wir gestern Abend schon gesessen haben, die heißt Mary's Bank. Da sieht man es. Weil die dänische Prinzessin Mary diese Aussicht auch schon genossen hat. Im Jahr 2005. Also ganz adliger Grund hier sozusagen. Und wir hocken uns jetzt trotzdem drauf.